Moin, Herr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Blondinenwitze. Zwei Blondinen sind ihrem Auto im Autokino erfroren. Warum? Sie wollten den Film im Winter geschlossen sehen. Zwei Blondinen sind im Wald und suchen nach dem perfekten Weihnachtsbaum. Nach etwa 2 Stunden sagt die eine: Komm, mir reicht's jetzt, wir nehmen einfach einen ohne Weihnachtskugeln. Was macht die Blondine mit 2 Kerzen vor sich vor dem Spiegel? Sie feiert den 4. Advent. Treffen sich 2 Blondinen, sagt die eine: Du, dieses Jahr fällt Weihnachten auf den Freitag. Sagt die andere: Na, hoffentlich nicht auf den 13. Nach Weihnachten treffen sich 3 Blondinen und unterhalten sich über ihre Geschenke, die sie bekommen haben. Sagt der eine: Mein Freund hat mir ein Buch geschenkt. Dabei kann ich doch nicht mal lesen. Sagt die zweite: Das ist doch noch gar nichts. Mein Freund hat mir einen Terminplaner gekauft. Dabei kann ich gar nicht schreiben. Sagt die dritte: Bei mir ist noch viel schlimmer. Mein Freund hat mir einen Deo-Roller gekauft. Dabei habe ich doch gar keinen Führerschein. Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.